Moin! Wir haben von unserer letzten Schwedentour mal ein paar schöne Spezialitäten mitgebracht. 1A Surströmling. Weil der kleine Mann schon seit Ewigkeiten mir in den Ohren liegt. Und heute ist er dran. Man soll nach dieser Gebrauchsanweisung die Dose unter Wasser aufmachen. Und dann soll man die Heringe in Klarwasser einmal abspülen, damit das Salz ein bisschen runterkommt und das Aroma besser durchkommt. Okay, geh da weg! Geh da weg, Karl! Ganz vorsichtig soll das machen. Nein! Oh, es blubbert! Es blubbert! Oh. Oh. Da nicht mehr! Stell dich mal an, Mann! Oh, nein, Mann! Stell dich so an, von meinem kleinen Jungen macht das sogar mehr! Mann! Das ist ein Weichei, ne? Ja. Ja. Da bist du nicht! Uiuiui! Sagen, komm her hier! Nee! Boah! Daniel, komm her hier! Schöne Brot! Komm her! Oh, hau ab, bin ich ganz komm her! Oh, hast du gar nicht. Komm her! Ach, Mann! Bist du noch kleiner als wir? Hier! Hi! Boah, lass mich ruhig! Du hast seit Jahren gelabert! Nee, das kannst du nicht essen, das ist ekelhaft. Also, nee, das geht nicht, das ist ekelhaft. Wo ist Opa? Wo ist Opa, Papa? Ah, nee. Der ist aus wie Mama. Aber er wird auch schon leicht rot und glasig in den Mund, ne? Ah, pfui, danke. Da ist der Angsthase, da ist der Angsthase, da ist der Angsthase, da ist der Angsthase. Was kriegt Kai denn nun dafür, dass er es geschafft hat von dir, Daniel? Hau ab jetzt, Alter. Den Scheiß. Einfach nur Heringsfilets. Alter, hau ab mit dem Mist, Alter. Das stimmt so. Alter Schwede. Oh, der Begriff alte Schwede ganz andere Bedeutung. Wie unvergleichbar. Technik ist so seltsam stinkt, kann man sagen. Das kommt auch so ein bisschen, das wirkt noch ein bisschen, ne? Aber ich hab's mir schlimmer vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Man kann es essen, schmeckt recht salzig. Nee, das aber so dieses, man muss die Nase so ein bisschen zuhalten, sag ich mal. Nicht unbedingt durch die Nase atmen. Aber es geht. Tschüss.